Meine Damen und Herren, wir hatten gestern lang einen Regierungsrat, den an der Nacht zu Eingang als mit den Decisionen. Wir haben nämlich einen neuen Moment an dieser Pandemie, der das den Omikron. Das Variante aus die letzte, die ich immer mehr bekannt ging. Und ich hatte ich auch bei der letzten beim letzten Pressebriefing gesagt, dass man nicht genug Informationen über diese Variante haben. Und ich muss euch mitteilen, dass man die letzten Tage, die letzten Stunden immer mehr Informationen kriegen über die neue Variante, obwohl, und das will ich auch direkt sagen, man nicht alles wissen über die neue Variante, mehr verschiedene Konstellationen einfach hier der Realität entsprechen. Erste Konstellation aus der Omikron-Variante ist heisch ausstechend. Er verbreitet sich an einer rich europäischen Länder auf eine rasant Erderweise. An Großbritannien, an Dänemark, schwätzen Zahlen ein ganz klarer Spruch. Wir sehen auch gestern Abend, wenn ich die Zahlen mitgedeelt kriege, an Frankreich, wo ein ganz starker Kurs auch kommt. Science, also die Wissenschaft, hat uns mitgedeelt, dass am Moment der Konstellation wäre, dass die Omikron-Variante 10-mal mehr sich verbreiten geht, auch mehr ausstechend, wie das, was wir bislang kannten, und der erste Faktor 10, wie die Realität. Wie im Vergleich zum Delta, die schon im Vergleich zu dem, was wir vorher kannten, auch mehr heisch wäre. Das heißt, dass am Anfang Zahlen von den Infektionen durch die Omikron-Variante sich alle 2 bis 3 Tage verdoppeln. Also kannst du den auch mitgedeelt kriegen aus dem Ausland. Wir brauchen es verstoppen, das heißt, die Omikron-Variante wird auch in kurzer Zeit zu Lützburg dominant gehen. Das ist zu früh, und das ist auch ganz ehrlich, wir können aufschließend zu sagen, wie gefährlich die Omikron-Variante ist. Das ist durchaus möglich, dass die Omikron-Variante durch den Krankheitsverlauf mehr Müll verläuft. Das sind Informationen, die kann haben kann, aber auch gerade Kontradiktionen auch mitgedeelt kriegt, dass es gerade so gefährlich ist, als auch wie Delta heißt, für Loh, Konklusionen zu ziehen, wie gefährlich die Omikron-Variante auch definitiv wir als nicht seriös wollen zu machen. Das heißt, wir wissen also nach nicht genau, wie groß das Risiko am Moment bei einer Omikron-Variante auch ist. Für einen schlimmen Verlauf zu haben, müssen auf Intensivstationen zu kommen oder auch nach zu sterben. Ja. Und gerade weil wir auch nicht wissen, also es ist wichtig, dass wir vorsichtig sind. Der Konstellation, den wir haben, ist, dass das von den Infektionen eine Realität ist. Und auch wenn der Omikron-Verlauf manner schlimmen Verlauf kein tun, bringt das selbstverständlich aber ein Hoss von den Neuinfektionen. Und das auch, wenn mehr Leute infiziert gehen, auch als Korrelär hört, dass auch mehr Leute riskieren, auch an das Spital zu gehen oder auch mehr Menschen zu sterben. Das auch, und das ist eine Konstellation, dass wenn mehr Leute sich ausstechen, auch immer mehr Leute krank gehen, und wenn sie krank gehen, an Quarantäne auch fertig kommen. Und diese Entwicklung haben wir heute schon zu London, wo am Anfang nicht mehr genug Infirmieren, nicht mehr genug Doktoren, nicht mehr genug Enseignanten, und nicht mehr genug Pompien überhaupt können schaffen, weil die Leute am Moment auch an Quarantäne sind. Alle Doktor und alle Infirmier, die wegen einer Infektion nicht kann schaffen kommen, kann kein Menschenleben retten. Alle Edukateur, die an Isolement ist, kann sich nicht um Kanner kümmern. Alle Pumschi, die krank und nicht kann schaffen gehen, kann nicht ein Feuer löschen. Das ist eine Tatsache. Das sind alles Gefahren, die wir am Omikron auch haben, die wir nicht im potenziellen, auch mit schweren Krankheitsverlauf können haben, an dem wir nicht dürfen aus den Äh verlieren. Du wirst zu den, aus all diesen Gründen, als der Regierungsrat auch zu der Konklusion kommen, dass ein Covid-Gesetz
muss so sehr wie möglich auch adaptieren. Wir haben den Morgen den Projekt de loi auch auf Instanzen wie auch berücht und wir haben auch mit dem Staatsrat mit der Chambre schon noch Kontakt gehabt mit dem einen mit der anderen Institution, zu gucken, wie sie auch könnte fertigbringen, für dass man nach an dem ganzen System, den wir haben, wo die Chambre das Gesetz erstimmt, wo man zusammen mit dem Staatsrat auch da und wie können kriegen, für dass diesen Text schon könnte diese Freitag auch gestimmt gehen, er könnte dann auch Samstag a Kraft treten. Das wird zu erstreichen, am Anfang wie wichtig und noch wie urgent da war es auch Anpassungen zu holen. Wir wollen am Anfang keine Zeit verlieren, also sehr wie möglich auch den Verbreitung vom Omikron so klein wie möglich auch halten. Wir haben Mesuren dezidiert, man bietet, dass du Kontakte reduziert gehen, du wo am Anfang auch Kontakte sind, die mir sicher auch zu machen, aber nur nicht alles wollen zu machen, an einem Handicap immer wollen zu evitieren, dass sie von heute auf morgen alles müsste zu machen. Oder am Anfang verschiedene Leute für so, ja, mit jedem gesagt, Spitäler. Wir sind ja noch nicht in einer Situation, für was holt ihr die dumme Sache? Ja, wir sind eins, wir antizipieren an der heutigen Situation, man kann es dann, den wir auch aus den Nordbeschländern auch holen. Das Erkenntnisse, wie gesagt, sind folgen. Die erste ist, dass die neue Variante auch mehr stark über Aerosol überdrogen geht. Gehen schon nicht viel gesagt von 10 Mal, wie sie auch mehr ausstechen. Aber für uns ist es wichtig, dass wir auch große Münzenmassen, die Bannen auch stattfinden, evitieren, die dann zum Superspreader-Event auch geben kommen. Wir wissen auch, und das ist auch ein Präquisit, die nicht unwichtig ist, zu wissen, dass Schnelltester funktionieren, auch beim Omikron. Das heißt, wo Schnelltester gemacht gehen, kann ich das in Kombination setzen zwischen dem Omikron, zwischen dem System, den wir schon haben, auch vom 2G, für am Anfang mehr Sicherheit auch zu haben. An letzte Konstante ist, dass wir auch wissen, dass Masken unheilen hilft, Männer das Virus zu verbreiten, am Anfang, weil die Männer Aerosolen durchbringt, und aber auch den, den sie unhört, protegiert, an dem auch man ein Risiko hat, ungestach zu gehen. Wir wissen auch, dass die Impfung heutzutage mehr also effikaz auch ist, mehr, und das muss ich noch zugeben, vis-à-vis vom Omikron, nicht mehr so effikaz war, wie das, was man bei anderen Varianten hat. Das ist eine Tatsache. Wir sollen heute nicht reden, an dem ihr seht, mit den Impfungen als Gurkirisk. Wir wissen aber, dass ihr nur der dritte Dosis, nun Booster, genannte Booster, eben beim Omikron über 70% Protektion hat. Wir wissen aber auch, dass er mit zwei Impfungen am Moment noch immer rund um 50 bis über 50 protegiert. Das wird immer mehr vitalisch aus. Mit einer 100%igen Garantie hat kein. Mit all diesen Ausgangssituationen, die wir haben, haben wir als Regierungsrat das Mesuren festgehalten. Am Eureka-Sektor geht es eine Sperrstunde von 11 Uhr abends an. Das bedeutet, dass alle Restaurants, alle Kaffee, alle Disco oder so Etablissementen müssen um 11 Uhr auch sein Dieren zu machen. Zusätzlich dazu gilt in Zukunft für den Eureka-Sektor, auch für den Eureka-Sektor, den 2G, mit Exception für Leute, die auch geboostert sind. Das bedeutet, dass jeder, der nicht geboostert ist, Schiederin, die nicht geboostert ist. Zusätzlich ein Schnelltest, ob der Platz muss machen, eher in ein Restaurant oder auch an einen Kaffee geht. Das ist am Anfang eine zusätzliche Sicherheit für Geimpfte und Genesleute auf Plätzen, wo die Maske nicht kann unheilen, wo man wissen, dass ihre Schutz gegen den Omikron nicht mehr so groß ist. Und das Mesur ist auch ein Incitativ für den Booster zu holen. Für alle anderen Assemblementen an der Freizeit gibt ab einer Zahl von 10 den 2G und ab einer Zahl von 20 auch den 2G Plus, rum mit der Ausnahme für die Leute, die geboostert sind. Den Test an dem dritten Fall kann den Test auch ersetzt gehen, ob der Platz durch das Anhalten von einer Distanz von 2 Meter Aufstand an auch die Maskepflicht, weil ihr ja auch da sitzt. Rassemblementer über 200 Leute können just ausnahmsweise auch durch ein Konzept sanitär zusammen
auch mit der Direktion de la Santé ausgeschafft gehen. Ja, wir wissen, dass wir nur am Dezember sind, dass ein Rutsch von Bälle organisiert waren. Wir sind uns bewusst, dass durch die doten Mesuren die Bälle nicht können stattfinden, weil wir weder ein Sitzen nach die Maske holen, nach die Distanz auch können garantieren. Ja, wir haben es dann eben auch die Decision, die getroffen wird. Wir wissen, dass es auch eine schwere Decision ist. Wir wollen aber auch evitieren, dass den Omikron uns alle gut in die nächsten Wochen das Leben heute zu Lützburg unmöglich macht. An dem Text werden auch an den Schulen nicht Maskenpflicht kommen. Für die Kinder, auch für die Enseignants, für die Rentrée, wenn die bis könnt. An der Regierung wird auch eine Konzertation mit dem CSMI decidiert, dass die Impfungen für die Kinder alle gut zwischen 5 und 11 Uhr aufgemacht wird. Da können die Leute über den Rendezvous-Impfe.lu auch den Rendezvous auch holen. Und wir haben auch über die Prozedur d'urgence impérieuse Schnelltester, die man kaufen will. Wir wollen, dass das System ja vom 2G Plus auch funktioniert. Und da haben wir die Fertigsprüche gestellt, dass man das kriegt. Und ich kann nicht auch mitteilen, dass wir über 7,5 Millionen zusätzliche Schnelltester auch kaufen können, was wichtig ist, wenn wir die Toten auch eben mit den Schnelltester wollen imposieren. Wir befanden uns als klar an einer Approche von der Präkaution par rapport zu einer neuen Variante vom Virus, wo wir auch nicht, so wie ich viel gesagt habe, wissen, wie krankheitserregend sie wirklich auch ist. Wir wissen aber, dass unsere Gesellschaft wert mit den Mesuren nicht ein paar strapaziert ging. Wir wissen auch, dass die Mesuren, die wir holen, nicht der einfachste sind. Wir wollen aber auch evitieren, dass die Situation total derapiert. Am Januar wird man auch mehr klar Bild tun über die Situation, wird genau auch die Auswirkungen vom Omikron zu Lützburg sehen. Wir werden im Moment auch gesehen, ob das Mesuren durchgehen, ob sie müssen verlängert gehen, ob sie müssen weiter angepasst gehen. Texte laufen am Moment bis den 21. Februar, das ist auch viel gesehen, am Text. Wir engagieren uns, und das geht in zwei Richtungen, wenn sich verschlimmert, neue Mesuren müssen zu holen. Wenn wir aber gesehen, dass man da pathogen ist, oder etc., dass wir auch die eine oder die andere Mesur können zurückziehen. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, und das ist auch kein nicht eitel. Wir wissen nicht, was an 2 oder 3 Wochen kann sein. Und dafür ist es wichtig, dass ich aber Maximum Sicherheit probiert, ob es sein zu gehen. Wir sind also auch bewusst, dass die neuen Mesuren auch ein ganz part die Betriebe an ihrer Arbeit auch werden impactieren, wie die Sanitär auch Restriktionen für verschiedene Aktivitätssektoren auch werden Impact haben. Dafür wird es auch wichtig, dass man die nötige Covid-19-Hilfen auch zu erheben. Und das heißt konkret, dass wir auf die Aal-Berechnungsmethoden zurückkommen, für die Non-Couvert, für die Nouvelle Aide de Relance auch zurückgehen, so wie das auch schon der letzte Winter hier am Grand Duché auch der Fall war. Und was die Non-Couvert betrifft, also es nötig gehen durch die Netthose von der positiven Covid-19 fällt auch im Land, die den Impact auf Firmen aus den eligiblen Sektoren hat, den Prozentsatz auch von den Charges d'Exploitation, die an Konto gehen, herabzusetzen an die Charges d'Exploitation, die für die Berechnung von den genannten Hilfe an Konto gehen, gehen von 75%, wo sie im Moment sind, rum auf 100% auch herab, so wie das schon an der Vergangenheit auch heute der Fall war. Prise en compte von 100% von der Charges d'Exploitation gilt für Mitte Dezember 21 für Januar und Februar auch 22. Was die neue Aide de Relance betrifft, geht eine Erhöhung vom Montant, den allmond pro Selbstständigen und pro schaffende Salarie auch angefordert, für die am meisten betroffenen Sektoren nicht weiter zu unterstützen. Und Methoden auch für die neue Aide de Relance zu berechnen, wird angepasst, sodass der mensuelle Montant pro Selbstständigen und pro schaffende Salarie im Rahmen von 1000 auf 1250 Euro auch herabgesetzt wird, für eben den eligiblen Betrieb. Die von diesen mehr restriktiven, aber sanitären auch Mesuren betroffen sind, können weiter finanziell auch in der Term zu greifen. Auch diese Augmentation gilt für den Dezember 21, Januar und Februar 22. Ich will auch auf dieser Platz noch einen Appell und Gidari machen für die nächste Tage, besonders auch auf seine Mitmenschen aufzupassen. Wir haben uns nicht
rausgesicht, dass den Omikron sich so kurz vor den Feiertag am Anfang bei Eis an unseren Alltag, ich will nicht so invitiert hat, weil na wichtig sei, die normalerweise gerne, wie sich am Anfang imposiert, und dass die so vor den Feiertag auch zirkuliert. Wir wissen, wie wir uns schützen können, wir wissen nicht alle gut, wir wissen, dass es auch schwer ist. Ihr wisst, wenn der Leute sieht, die da gern hat, die ich wichtig sind, wo ihr wisst, dass auch bei denen ein schwerer Verlauf mit dramatischen Konsequenzen könnte, verbunden gehen, ein Schnelltest für uns zu machen. Es kriegt ihn da auf vielen Plätzen. Das ist ein Akt von Solidarität, das ist ein Akt von Responsabilität. Wir haben auch beim Dimpfen, als nach immer an der Zone zu holen, aber die Chance, dass ihn Männer schwere Verlauf auch hört, da sehen auch von 50% sind, auch von 70% das, aber sich auch selber protegieren, dann die anderen kann protegieren. Wir müssten normalerweise auch am Januar, und ihr wisst ja, dass wir da auch ja, die Ausstellungshalle rupmachen, wenn wir da mehr Material auch kriegen, gucken, für da auch mehr lang können Strukturen abzuholen, weil es geht auch darum, auf der einen Seite Leute zu boosteren, mit geht auch auf der anderen Seite die Leute, die bis noch nicht geimpft sind, sich auch impfen lassen. Dass, ich kann sich für einen wünschen, dass ich einen schönen, auf jeden Fall sicher Feier, die ich wünsche, passt auf ihr Job. Aber passt auch auf den Leute, die da gerne hat. Viel ab. Und am Gesundheitsminister. Ja, guten Morgen. Wir hatten uns nicht erwartet, so kurzfristig hier zu stehen. Auch für ein Ende des Jahres, das ist für ein herzlichen Ende, gewünscht und erwartet. Wenn wir auf den letzten Rapport gucken von der Weltgesundheitsorganisation, hat der Direktor Regional für uns Gegend darauf aufmerksam gemacht, dass die Krise noch lange nicht drüber ist. Wir hatten noch länger in der letzten Woche für den europäischen Kontinent und Zentralasien ein Plus von 27.000 Leuten, die das Leben gelassen haben mit diesem Virus. Das ist ein extrem hohes Tribut. Das heißt, wir sind nicht über den Birsch. Fakt ist, dass allein den Delta-Variant, den uns im Moment nach Majorität plot, zu 40% mehr Neuinfektionen gefeiert wird, wie die Variant von vier drin. Das erklärt auch, wir werden nicht die Entspannung haben, die ich hätte können mit einer Impfung erwarten. Das ist für viele Leute unverständlich, dass man sieht, sind so viele Leute entre-temps geimpft. Wir werden da aber noch so viel am Spital. Eben die Varianten, die anderen, werden sie sich mehr verbreden, werden man mehr schnell muss sein auf der anderen Seite, für zu bremsen und für weiter zu impfen. Ich will auch just darauf aufmerksam machen, wenn ich für uns anhält, dass allein den Delta-Variant 40% mehr Neuinfektionen ausgelöst wird, dann ist es einfach, sich zu vorstellen, in welcher Situation man wäre, wenn wir keine Impfung hätten. Dann hätte man eine absolut katastrophale Situation heute. Das ist, dass wir nicht vergessen, wir haben lange auf die Impfungen gewartet, sie sind nur da, und das ist, dass wir uns erlaubt, eine gewisse Balance am Moment zu halten. Für uns 21 als Omikron dann dabei gestoßen. Mittlerweile präsent an 31 von 53 Ländern, die dieser Region von der Weltgesundheitsorganisation angehören. An auch hier muss man sagen, dass wir es noch nicht ganz viel haben. Mit dem, was wir wissen, ist es nicht ganz optimistisch, diese Variante direkt als VOC klassiert gehen, weil das ein Variant of Concern ist. Wir denken, soll Sorgen bereden. Für was? Ja, weil wir uns noch ganz viel abgefroren haben als Rezent, wie gesagt, ich sei da dann 20 Dich präsent. Mit dem, was wir wissen, als nicht beruhigend, als extrem, extrem ausstürchend, dass eine neue Variante sprengt alle Prävisionen, die gemacht sind. Wir sehen, da wo ein Dominant gehen ist, wie schnell das geschieht, ist. Dafür auch ein schnelles Handeln von unserer Seite, weil wir mit all der neuen Erkenntnisse und neuen Informationen kriegen an den Ländern, wo diese Variante als erste Woche, ich denke in Dänemark, Portugal oder England, gesagt die mittlerweile mit welcher Wucht, mit welcher Geschwindigkeit, die sich multipliziert wurden, als extrem, extrem sehr dominant gehen. Und noch von unserem letzten offiziellen Bilan noch recht viele Fälle geortet sind am Sequenzage, muss man davon ausgehen, dass das bei uns nicht wert ernst sind, den dritten Typ von Variant hat, der aus sich für sich so schnell zu verbreiten. Das habe ich ein bisschen gesagt, am Ende ist die Schätzung, dass sich an zwei Tagen sich verdoppelt. All die, die Fried um Rechenunterricht hatten, können sich rechnen, was das bedeutet. Ein
eine Verdoppelung am Schnitt bei den 2 Dich. Für die, die nicht so gerne rechnen, müssen einfach davon ausgehen, dass sie ganz schnell wird hier im Land auch dominant sind, mit allen Konsequenzen, die da tut. Eine echte Konsequenz ist, dass man dadurch auch viel, viel mehr Neuinfektionen werden kriegen. Und da man dann notgedrungen, allein durch das Volumen und Neuinfektionen, auch mehr Leute, die krank werden gehen. Das wird mit mehr Hospitalisationen verbunden sein, wird aber auch Inzidenzen auf anderen Bereichen haben, auf systemrelevanten Bereichen. Die Leute gehen überall krank, denn der Virus friert nicht, wo er schafft. Und als Plan an der Hinsicht, dann trifft Jüterin, da muss man uns darauf gefasst machen, dass wir heute ein KBS geschlossen werden gehen. Eine Reihe Sachen wissen wir entre-temps, da das gut gesagt wird. Die Informationen kommen quasi am Stundentakt. Wir wissen, und das sind keine so positiven Nouvellen, dass die geheilten Leute und die geimpften Leute immer gut geschützt sind, wie das beim vierten Varianten der Fall war. Wir hatten durch den Schutz, den wir hatten, den Impfschutz beim Delta, rund doppelt so viel Risiko, neinfiziert zu geben für einen, der nicht geimpft ist, zum Beispiel wie einen, der geimpft ist. Bei den Genesenen, also die noch just den Corona schon eigentlich, also den Covid hatten, und aber nicht geimpft sind, sind die rezenten Schätzungen gehen in Richtung, dass sie 3 bis 5 Mal mehr eine höhere Probabilität hat, eine Infektion zu kriegen. Das ist viel, das ist ganz viel. Dafür auch da ein neues Risiko gehabt und allein als nicht den optimalen Schutz. Und auch leider muss ich sagen, dass wenn die Leute geimpft sind, wenn die Impfung weit zurückgelegt ist, wenn sie mehr wie 4 bis 5 Monate zurückgelegt, ist der Impfschutz gering. Das wird heute gewusst aus. Männerrisiko, das ist das positiv, das ist nicht alles negativ. Da, wo die Impfung frisch ist oder frisch geboostert ist, also relativ guten Impfschutz, das hätte können schlimmer kommen. Mir scheint es sich wirklich klar herauszuschälen, dass einfach ein Impfschutz, der geht geschadet, ob 70% gehen ist, wenn er, wie gesagt, relativ rezent geimpft ist oder eben frisch geboostert ist. Das ist wohl mehr niedrig, wie bei dem vierten Variant, da waren Schätzungen bei 90%, mit 70% ist laut den Experten nach einem relativ guten Impfschutz. Das möchte schon etwas aus an einer Gesellschaft. Und das ist ein Tor aus der Zeit, man muss ausstreben, dass man wirklich weiter auf dieser Front schaffen. Wir haben dafür, für zu resümieren, 3 erste Prioritäten. Normalerweise für den Engen sind da wirklich 3 an dieser Situation. Und ein ganz großen Appell, die erste Priorität sind die vulnerablen Leute. Wir wissen, dass eine Reihe Leute sich nicht richtig können schützen, dass sie durch ihren Gesundheitszustand ähnlich exposiert sind wie andere. Sie werden natürlich an dieser Zeit an einer besonderen Gefahr sein. Habe wirklich den Appell und sie selber, passt auf ihr Job an und die Leute rundherum, passt auf sie, ob droht Masken, mit Schnelltests dafür drin. Evitiert, dass Leute mal da Plätze zu holen oder auf Plätze zu gehen, wenn da selber konzerniert sind, wo viel Gedränge ist, wo wirklich ein großes Ausstechungsgefahr ist, das wirklich nicht zu unterschätzen. Und für das Leute haben wir seit Anfang von der Pandemie noch nicht wirklich eine optimale Alternative. Wenn sie nicht geschützt sind, besteht noch die Hoffnung auf Medikamente. Ich meine, ihr wisst alle gut, dass wir auch da weiterkommen. Aber los, wir sind nicht da, dass wir Wundermittel hätten. Zweite ist große Priorität, das Primo-Vaccination. In den nicht geimpft, das ist halt wirklich ein extrem hohes Risiko ausgesetzt. Der Virus zirkuliert schnell, das ist extrem ausstechend, die wird daraus holen. Dafür noch einmal den Appell und sind froh, dass die letzten Wochen aber frisch gedroht und dass noch ganz viele Leute wie bei der Impfung fanden, Primo-Vaccination als wichtig für die, die noch gegründet hatten, aber auch für die, die genesen sind, ganz großen Appell. Ich habe darunter gesagt, hier ein Risiko sich umzustechen, also auch wesentlich mehr heisch mit dem heutigen Variant angeschaut, wie viel drin. Auch dort ein Appell, wenn ein geheilt ist, das ist wirklich viel besser, trotzdem eine Impfung dabei zu machen, das gibt einen wesentlich besseren Schutz. Und die dritte erste Priorität, wenn ich so kann sagen, das als Boosterin, das kriegt noch wirklich mehr eine Urgenz, wie man das sowieso schon angedeutet hat, eher den heutigen Variant abgetaucht. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Das ist entre-temps klar, dass die Impfung mir weit zurückgelegt wird, der Impfschutz mir niedrig ist. Dafür auch da den Appell, wenn die Invitation kriegt, für euch zu boostern, geht meldet für das Rendezvous oder geht dann Pop-up-Store, wo ihr könnt ohne Rendezvous gehen. Das ist zu diesem Zeitpunkt wirklich das, was wir nicht fragen können, rekommandieren, für die bestmöglich geschützt zu sein. Zweite Priorität dann, das betrifft uns alle Guten, geimpft oder nicht geimpft.
mit dem, was HIV herausgesucht wird, mit der Vitesse, die diesen Variant hat, für sich zu verbreiten, als die zweite Priorität wirklich abbremstrippeln. Und da ist ein kollektiven Erfolg gefordert. Das können wir nicht mehr als Gesellschaft packen. Und durch den Appell an noch die Mesuren, die Malo d'Urgence probieren, an Platz zu kriegen, die gehen in Richtung, lo enkel loszutrippeln, die wird feierlich. Ich weiß, das genau nicht das, was man uns das Jahr gewünscht hätte. Wir hatten schon ein Ende des Jahres, das letzte Jahr. Wir leider sind wir in der Situation, wo auch das, das was uns wirklich alle guten Wert helfen, was nicht für sich das Risiko aufhält, was nicht für sich ein bisschen mehr loszutrippeln, Kontakte evitiert oder reduziert zumindest, können wir zusammen ganz, ganz viel erreichen. Ich meine, ein Appell dafür, auch nicht für ihn, sein eigenes Verhalten zu überdenken, sein Programm, den er vielleicht hat, über die Feier, die ich nach einem zu stutzen, ein bisschen mich kurz zu fassen, sich auf das Wesentlichste zu reduzieren. Das ist am Interesse von uns alle Guten, aber auch ganz besonders am Interesse von uns systemrelevanten Service, als Gesundheitspersonal, als Loh schon immens gefordert. Sie sind immens mit, dass Loh schon viel los mit dem Delta an den Spitälern, und wir müssen uns darauf ausstellen, dass es schlimmer wird. Das sind ganz alle Perspektiven für die Leute, die um Terrain sind. Mittigkeit als extrem. Die Leute, die kehren, auch sie hatten sich gefreut, ob mir ruhig feiert, dass du als Orologisch richtig durch Rechnung kommen. Und an dem Sinne, mein wirklich den Appell und Solidarität für die Ränge, wir können das heute nicht mehr zusammenpacken. Fragen? Guten Morgen, Pierre Jans für RTL. Schon die erste Frage, dass die heute ein bisschen mehr Erkenntnisse zu der Omikron-Variante, aber nicht wesentlich mehr wie die letzte Woche. Wieso kann das du nicht direkt die heutigen Mesuren mit auflesen lassen? Das ist das effektiv, weil die ganz Bälle geplant sind, etc. Und da probiert sie evitieren. Ja, wir haben. Bei uns ist die Situation ja relativ stabil. Das Beste probiert, das ist ein Mantra sozusagen, dass man gut geponderiert zu sein. Das bringt natürlich mit sich, dass man etwas Neues kennt, dass man dann noch als Verpflichtspieren schnell zu handeln. Die Rapidität, mit der das multipliziert wird, das ausreicht wirklich über die letzten Wochen als Kandidat als Fakt unholen. Das hat sich auch gedacht, wenn er nicht wirklich erwiesen. Das leidet alles nicht weit zurück. Also wie gesagt, den Omikron geht noch nicht lang. Mit Beispielen von den Ländern, wo eben ein bisschen echter präsent war, die sind evident, das schwätzt für sich. Und mit allem, was aussteht, wir wissen das vom letzten Jahr. Wir wissen auch, dass Länder beigelaufen sind, letztes Jahr, die das in der Schad tun, fand dann nicht. Das ist ein Moment am Jahr, das Kälte baust, wo in der Bahn ist, wo in der Bahn ist, wo in sich extrem sehr aussticht. Und die wollen wir das Jahr jedenfalls nicht verpassen. Wir meinen, letztes Jahr waren wir großem Druck ausgesetzt, für Restriktionen auf Platz zu halten. Ich werde feiern, dass es nicht immer verstanden ging. Die Realität würde als Recht gehen. Andere Länder sind dabei gelaufen. Das Jahr ist nicht ähnlich. Nach dem anderen muss es stabil im Vergleich zu, also sogar nur im Ausland. Wir gehen davon aus, dass man all der damit muss rechnen, dass es 3 Jahre abgeht. Und dafür wollen wir präventiv handeln. Wir sind nicht letztes Woche schon. Weil man hätte auch können nach ähnlich sind, hätte können Informationen, vielleicht haben wir nächstes Jahr Informationen, dass wirklich man ein Pathogen aus der Wesen nicht am Voraus. Das war dann noch ein kleinen Hoffnungsschimmer gut, dass das ein von den Fragezeichen im Moment kann ich das noch nicht behaupten, mit besteht aber eine Hoffnung, so Informationen können auch kommen. Also Heinz, da kommen auch gute Novellen. Und insofern probieren wir zu allem Moment das zu machen, weil die Kalibriert scheint, man revert, dass wir effektiv dann schnell kommen, wenn neue Informationen kommen. Diese Impfung ist wichtig, das wiederholt ja immer, als du da am Gesundheitssektor hast du nicht durch, du obligatorisch zu machen und auch für Leute über 60 Jahre. Die ganze Diskussion von der Impfpflicht, also ein, wo man schon angekündigt Stunde je nach immer um das Leid. Wir haben auch an intern, so ganz transparent, gibt nach Etude Komparative gemacht mit den anderen Ländern, noch Juristen, juristisch wird administrativ oder wird das kontraventionell oder wie das kind gemerkt hin. Und die Diskussion wird dann am Januar auch nach ein paar zwischen uns auch diskutiert, mit all den Avien, die wir gekriegt haben, mit Leuten noch immer um dich. Das ist noch immer nicht fort, als noch immer eine Impfpflicht, ob sie los sektoriell oder generell ist, als noch immer um dich. Ja. Herr Böttel, ihr habt doch selber Israel genannt als Beispiel. Du diskutieren so stark über den feierten Booster schon. Ist das bei uns auch schon umzudenken, den du auch schon darüber nachgedacht hast?
Ich bin nicht Doktor, ich bin nicht Scientific. Mein Gesundheitsminister und Gesundheitsminister referiert sich auf Thema und auf andere Punkte. Ich wäre schon froh, wenn wir die Leute, die noch nicht einmal geimpft sind, schon verstehen, wie wichtig das geimpft zu gehen und auch der Booster funktionieren. Mit die feiert froh, also ich bin nicht den Doktor. Gerne noch, Madame Lehnert. Natürlich auch nicht den Experten selber, aber ihr wisst, dass wir als Expertengremien hier in Europa halten. Ich gehe auch davon aus, dass die Situation auch ein bisschen enger ist. Wir haben auch noch eine andere Hoffnung, als dass wir effektiv an den nächsten Monaten vom nächsten Jahr vielleicht auch neu wachsen. Wir wachsen von einer zweiten Generation, die mehr effizient sind. Ich gebe den letzten kommen lassen. Das habe ich ein bisschen so, da ist es so, mal. Das ist ein bisschen wie am Tennismatch, wenn ein Ball après l'autre, da geht es darum, die Primo-Vaccination zu kriegen, die Leute zu boosteren, die an dem Delay sind, für geboostert zu gehen, an alle Guten aufzupassen. Und dann sind wir natürlich dran, sobald neue Erkenntnisse kommen, wird man die auflösen lassen. Wie gesagt, auch da besteht auch noch eine Hoffnung, dass sie eventuell neue Mäuer kriegt, für heute gehen, für zu gehen. Ich meine, wenn wir etwas gelehrt haben, als das die Forschung ist extrem aktiv, auch aus an darüber Vertrauen an das Bewehren und so schnell wie möglich auflösen lassen, wenn du neue Erkenntnisse da hast. Darf ich noch einstellen, nehme ich eine Präzisionsfrage, kann ich dir nur, wenn ich das textuell gesagt habe, vielleicht, was noch vollzeihe ich mir, zu wie viele Leute werden sich da heimtreffen, zum Beispiel, und wer das du die Regel, Maske natürlich, mehr, kann ich das dann präzisieren? Das ist so wie doch für drunter, wo am Privaten aus den 3G, wie man das nennen, den gilt ab 10 Leute, das bis 10 Leute, wo man keine Regeln ab 10 Leute geht dann das Regime Covid-Check, der noch so deklariert sind. Also es ist keine Änderung an dem Sinn. Da ist nachher wirklich der warmen Abruf von meiner Seite passt, wenn es läuft, auch ab am Privaten, gerade bei vulnerablen Leuten. Wir wissen, dass wir nicht Kontrolle machen daheim. Du hast immer wirklich auf die Responsabilität selber von den Leuten angewiesen, dass er sich fragen, um sein Moment hier auf Bremse zu trippeln. Merci. Moin, Carol Schimmer vom Radio 100,7. Ich wollte fragen, regrettiere da nicht den Large-Scale-Testing, dass die gestoppt gehen, als generell sollen die nicht mehr abfeiern. Das wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit für Testen, für uns zu bringen. Nee, die müssen in der Form nicht mehr Sinn, den hat Sinn gemacht, wo meine Bevölkerung hatten, die noch nicht geimpft war. Da geht die wirklich mit dem Sift die ganze Zeit da durch, nur meine andere Basis an mit Testen auch noch immer viel. Ich bin froh von Kapazitäten, da habe ich keine Illusionen mehr. Wir haben nicht unendlich viele Ressourcen. Und als große Priorität ist also wirklich die Impfung. Die Tester haben wir bei, selbstverständlich. Die Schnelltester kriegen nur eine neue Bedeutung als Zusatzschutz. Ich würde doch gerne noch ein bisschen darauf insistieren. Der Schnelltest wird nur angedeutet, dass am 2G Plus, das ist ein Plus für Leute, die alle Basis geimpft sind oder genesen sind, das ist schon eine Immunität tun. Da können den Zusatzschutz dabei, weil man eben an der Situation sieht, wo wir los sind, mit dem Large-Scale-Testing und Tank-Telfair froh zu beantworten. Kein Regret, das haben wir auch wirklich schon lange, und auch schon mal als Experten durchgeschwettet, die von dieser Situation nicht mehr den Sinn machen, den dann am Anfang gemacht wird. Und hast gewusst, ob die Schnelltester, ob du eine Änderung gibt an der Sensibilität, das ist an den Tisch, wo ihn dann noch nicht positiv gibt? Also meine Informationen nur aus der von den guten Nouvellen, da hätte ich auch noch keine schlechte Nouvelle gehen, mehr Schnelltester erkennen, Omikron genauso wie die Variante für drin, so wie es ausgesagt, dass das so alt beruhigend, mit allen vier Nudeln, die so haben, ich meine, das ist nicht die absolute Sicherheit, der Schnelltester ist immer ein Plus, mir scheint aber so zu sein, dass du keine, das nicht mehr, so ist man noch gut, also per rapport zu dem neuen Variant, wie bei den vierischen. Par rapport zu den Maßnahmen, die für Drogsucht, die konzerniert Salarien, also die Hilfen, können da vielleicht die Teile darüber gehen, welche Sektoren genau noch davon betroffen sind? Die Sektoren, die wir zumachen, zum Beispiel Diskuren, die zu sind, denn das da gibt es die Fermeturen und dann haben wir die, die nicht mehr können, normal schaffen, zwischen, wenn ich in der Mitte war, muss zumachen, wo ich aber bis enger war, kann schaffen. Und dafür haben wir all die verschiedenen Maßnahmen, die wir hatten, wo die Säulen auch und Blut gehen, und dort noch gewertet wurden, eben für die wirklich durch all die anderen Raster fallen, dass du auch nichts weiter könnt. Denn der Mittelstandsminister, der Lex Dallas,
vielleicht auch darüber kommunizieren und heute auch schon Kontakt abgeholt mit der Horeca, weil der ist am Anfang der Sektor, den am meisten konzerniert ist von den Fermeturen oder von den Restriktionen. Aber die sollte auch nicht vergessen, dass ein Rutsch von anderen Sektoren, wie zum Beispiel Kultur, auch impactiert wird, wo Konzerten oder andere Sachen sind. An zum Beispiel habe ich auch von den Organisationen, die global oder andere Sachen organisieren, da gibt es normalerweise Assurancen, aber der dort eine Decision hoffen wir auch, dass die Assurancen denen Assoziationen entgehen können. Wir können es nicht erlauben, das nicht zu machen. Und das ist aber auch wichtig, als Staat den Betrieben, wo wir keine andere Schwalle sind, auch entgegen zu kommen. Und da haben wir als Verantwortung geholt. Die muss schon wissen, dass man zwischen dem Chômage partiell an den Aiden nicht weit von einer Milliarde schon ausbezahlt haben. An dem dritten Sektor, weil allein den Chômage partiell leider schon über eine Milliarde. Wir haben gesehen, dass wir das nicht machen, Mittel und langfristige Konsequenzen viel mehr nicht da, ja, mehr auch schulden können im ganzen Land. So wenn es der dort den Investor für das in hofft, dass auch die meist die Periode, wir hoffen, dass das ja nicht so lange dauern, können sie überbrücken. Und für Independent, dass du auch etwas viel gesehen hast? Auch, auch viel gesagt, für Selbstständige, mit dem Mittelstandsminister wird eine Kommunikation machen, heute oder morgen. Par rapport zu den Masken FFP2, es gibt am Anfang nicht mehr darüber geschwärt, aber die sind aber mehr effizient, wenn ich weiß, dass den Omikron sich mehr also überdreht. Wäre das nicht eine Rekommendation für FFP2-Masken zu favorisieren? Also generalisiert sehen wir das nicht, aber wir haben per Konto seit langem Rekommendationen an Platz von der Santé zu den Masken, wo auch gesagt wird, wenn ich das eine PCB-Maske kann, sind wir, das ist noch immer gültig, wir haben auch keinen fundamental neuen Moment. Wir sind schon ganz froh, wenn die Leute gewünscht von der Maske holen, da wo einfach viele Leute rundherum sind. Das kann am besten nicht für einen Einzelnen aufschätzen, wenn ihr dann zwischen könnt, wo viele Leute sind, dass das sicherlich eine Zusatzprotektion die man nicht rekommandieren. Okay, merci. Sidney Wiltsche vom Tageblatt. Die so der Mann wird nach Rösch beim Omikron zu Lützebüsch. Wie viel war der Omikron-Fall gegriffen, wie es Lut detektiert seit dem ersten Fall letzte Woche? Offiziell 5, du wirst das all ein Rapport können, die wird den Sequenzage, das braucht ja eine Zeit, die Prozedur für die Sequenzieren. Ich bin nur bei 5, aber ich gehe davon aus, dass das beim nächsten Rapport schon wird ändern. Das Ding, die Variante wird heute nicht ähnlich sein wie im Ausland. Wenn sie so schnell verbreitet, dann rechnen wir damit, dass das schnell an die Blut wird gehen. Okay. Du hast doch relativ deichtes Bild von London gemalt, dass du die Infrastruktur eventuell kennt, stark betroffen gehen. Gine, du hast Lützebüsch Plan, wie das kann abgefangen gehen, eventuell damit, um dann zu bauen auf verschiedene Services, was das du viel gesehen sollte zum Worst Case kommen. Das sind Diskussionen, die wir auch am Regierungsrat hatten, für den Plan de Maintien, auch von den Aktivitäten zu holen. Die Armee ist eine Möglichkeit, die Armee ist auch nicht inepuisable. Wenn wir die Armee schon für die Schnelltesten, wenn wir die Armee im Moment wollen, auch für den Tracing zu machen, die Armee müssen eine Armee delimitieren, dass man 100 bis 1000 Leute, soll nicht vergessen, dass sie auch am Ausland Missionen haben und die Leute auch eine Präparation müssen machen. Ich habe keine Lust, da nur Kanonenfutter. Irgendwo ist einfach, wo Missionen sind, wo dann einfach irgendein Risiko ist, dass Leute null Formation haben. Das ist schon wichtig, dass auch die Formation nun muss ein richtiges Equilibrium finden. Wir haben auch gestern darüber diskutiert, und da kann ich direkt profitieren, für den Appell zu machen, dass wenn auch Leute, die am Moment an der Funktion Publik sind, wollen, zum Beispiel am Tracing auch können helfen, weil man da auch zum Beispiel mit der ADEM oder mit anderen Leuten geguckt haben, Hilfe zu kriegen. Aber wenn da Leute sind, die volontär auch bereit sind zu helfen, können sich auch gerne melden. Alle Personen, die da matt mischt, für am Tracing Misere weiterzukommen. Hilft, wir sind im Moment in einer Situation durch den Fett von der Hoss, von der Fall, wo wir nicht auf dem System zurückkommen, wo am Anfang informatisch Leute auch Prozedur machen, das heißt, dass sie eine Mail kriegt, dass sie das kann ausfüllen, mit dann nicht mit der Kontakttelefonik, die einfach nicht unwichtig ist, dürfen sie da Volontäre sind. Aber wir sind also am Gang auch trotz Stelle, was Studenten, weil wir wissen, dass auch noch Christerszeit, die war Studenten noch bereit sind, für volontär können schaffen zu kommen, für an den Tracing, dass du auch zusammen tischen, das sollte an der Funktion Publik
geguckt wird, wie der Toten auch könnte organisieren. Weil hier ist all mein Dörfer wichtig. Aber wenn da was fehlen am Tracing, wäre es schrecklich, wenn überhaupt kein Tracing auch könnte organisieren. Mit der Federsdarmee kann nicht alles ganz allein. Wir sind aber am Gängen auch zu gucken durch die Zellule Krise, wo auch Zante eben HCPN sitzt, für eben die Plan weiter zu tun, OKU, wenn irgendeine Administration nicht mehr kann funktionieren. Aber Silo, ganz direkt mit dir. Ich habe die Chance, dass wir heute in Lützburg auch freiwillig Pompschen zum Beispiel haben. Aber ich kann nicht irgendjemanden, den nur an einer Verwaltung schafft, sondern du bist nur Pompschen für 3 Wochen. Der Bitte ist, dafür Mesuren zu holen, für zu evitieren, dass wir irgendeine in eine Situation kommen, wo verschiedene Services nicht mehr können funktionieren. Ich habe ein Beispiel geholt, ein Pompschen, den dann nur krank daheim ist, der kann keine Feier lassen. Ein Indikateur, ein Prof, der nur krank ist, kann nicht um Kanner kümmern. Ein Doktor, der nicht durch seine Firma kann nicht um Kranken kümmern. Und das sind all die Fälle, wo an unseren Ernst wichtig ist, haut eben Mesuren zu holen, für das mal gucken, dass der Impact so klein wie möglich bleibt, auch von dem Omikron, durch die Interaktionen, die Avalon die nächste Wochen riskieren zu kommen. Mit dem Plan geht zusammen, dass wir, du hast meine Frage gestellt, schon lange erklärt, geht zusammen, dass wir die Zellulekrise nach weiter thematisiert. Ich profite für den Appell, wenn nicht Beamten, du könnt auch keine Kommunikation an intern, wir waren Beamten, ich so ein gebe ich gerne helfen, aber man denkt, eine gewisse Flexibilität, weil das auch mich spät auf schaffen, das auch die Weekend schaffen, das sind all die Sachen, die eben alles auch so machen. Mit dem Appell hast du all die Leute, die wollen helfen, sie wirklich willkommen, du gehst ein Interview noch organisiert, weil du brauchst eine Woche Kompetenz für die Leute noch zu lauschen und eben noch die Sachen dann noch zu repertorieren, aber das sind auf alle Hilfe gewesen. Ja. Du hast den Contact Tracing angeschaut, gehst du schon Plan für den Olo abzustocken, wenn die Virus mehr infektiös ist, du so viel mehr Infektionen den Tag eventuell kommen können, gehst du schon präventiv abgestockt, Personal? Ja, wir sind am Gange seit Wochen abzustocken, seit Mainz-Ball mittlerweile, weil ich nicht einfach Hirsch präpariert hat, das läuft. Wir sind auch am Gange zu brechen, bis wohin wir möchten Tracing sind. Ich erinnere dich vielleicht, dass lange hier, wo wir die letzten Jahre gut fest hatten, an der Pandemie haben wir auch das brechen, bis wohin wir möchten das sind. Aber eine gewisse Zahl von Neuinfektionen, wenn ich feststellt, wird dann ein Modell, wo da so viele Kontakte haben, die am Schnitt, du könntest ganz sehr bemol ob eine Situation, wo ein ganz Land gelähmt hat. Durch die Berechnungen sind wir am Gängen zu machen. Da kommen ja noch neue Elemente an die Rechnung, weil relativ einfach eher mal eine Impfung hatten, weil ich konnte die Hypothesen machen, sie den eine Person hat am Schnitt, also in Erfahrungen nur 6 Kontakte, da kann ich das rechnen. Da muss man mal 2 Variablen schaffen, weil man ja die geimpften Leute nicht in Quarantäne setzen, just die nicht geimpften. Aber auch das machen wir. Man muss ja wissen, Contact Tracing hat natürlich Limiten, nicht just ressourcenmäßig, aber auch natürlich Limiten ab einer gewissen Unzahl und Infektionen. Man hat einfach keinen Sinn mehr. Da muss man auf einer Moyen zurückgreifen. Dann wünschen also alle gut, dass es nicht so weit können. Ich gebe auch noch gerne, ich bin froh für drin. Den allerbesten Plan, den effizientesten Plan, als wirklich alle zusammen auf Bremse zu trippeln. Das ist der Plan Nummer 1 und das ist einfach für jeden. Wir werden den wirtschaftlichen Preis haben, den wir den abfangen. Wenn das einfachst, dass für alle Einzelnen kann dazu beitragen, wenn wir das hinkriegen, alle zusammen auf Bremse zu trippeln, dann kommen wir nicht in eine Situation, wo wir uns auf die Limite fahren. Die Dorin, danke. Quarantänepflicht, ungeschwärzt von Geimpften, nicht Geimpften, geht es doch vielleicht auch eine Idee, nicht geboosterten dann auch an Quarantäne zu versetzen, wann auch an der nicht geboosterten aber eine hohe Infektiosität besteht. Das sind Diskussionen, die laufen. Die Quarantänen haben auch eben immer Kollateralerfahren. Sie feiern dazu, dass das Leben gelähmt wird, in dem Sinn, dass die Leute nicht aktiv mehr sind. Wir arbeiten intensiv darüber. Das ist eine große Herausforderung mit den Unzahl und Neuinfektionen, auf denen ich muss erstellen, sind das dort schwierige Decisionen. Und als Leute arbeiten intensiver im Moment. Aber es sind keine neuen Momente, den ich noch nicht mitteilen kann. Na, ich bin mir heute noch nicht froh, weil das muss sein Nopa sich stellen, wenn ich richtig verstehe. Pardon, Herr Wiltje, für Madame Schimmer, die ich ein bisschen perturbiert wird. Madame Schimmer, wo wäre denn Herr Wiltje als Erklärung gestellt, am Gang sich im Nopa vorzustellen, die sie gestellt hat? Dafür stellst du selber. Madame Lehnert, ich wollte just fragen, Leute, die sich komplett geimpft haben für einen engen Mond zum Beispiel, mussten die aber im Restaurant einen Plus haben oder nicht? Kann ich das auf der App differenzieren? Nein. Okay.
Das ist der Nummer 3, das ist der Booster, den erkennbar als um Zertifikat. Genau. Und das andere so granulär kann man das nicht, nicht machen. Okay. Bonjour, Jérémy Zabata, Pepper Jam. Moi, j'ai deux questions. Est-ce que vous pouvez juste préciser le planning des diverses étapes pour modifier la loi Covid ? Donc, parce que j'imagine que ça doit d'abord passer par les députés, le Conseil d'État, etc. Là, si vous pouvez juste planifier, préciser le planning. Et la deuxième question, c'est... Donc, j'ai bien compris qu'à partir de 23 heures, l'ORECA doit fermer, que certains événements, comme les balles, ne pourront pas mettre en place un protocole sanitaire suffisamment... sur pour être organisé. Mais d'un autre côté, samedi et dimanche, on va quand même, sans doute encore assister à des manifestations avec des personnes qui ne respectent ni les distances ni les masques. Donc, ce que eux peuvent du coup faire une manifestation. Et d'un autre côté, bon, on ne peut pas faire un événement de plus de 200 personnes. Est-ce que c'est normal? Also für die erste Frage, mit den Delegen ist geplant, dass der Staatsrat an der Chamber schon freudig Text mit so viel, dass sie Samstag hinten nach Kraft treten. Das haben wir von den Deputierten gekriegt vom Staatsrat, mit dem normal was klappt mit der Sonntagskommission, wird auch schon heute aufhängen mit Schaffen. Und die zweite Frage, und Gedenken an den Rat manifestieren, mit Gedanken an Question Sanitär, dafür allein mit dem Gesundheitsminister Stroh weiterzugehen. Ja, die neuen Restriktionen spielen Bannen hauptsächlich. Da sind Manifestationen akzeptiert. Es sind dieselben Regeln, en gros, wie wir sie haben. Man hat die Maske obligatoire. Ich gehe davon aus, dass Manifestationen angemeldet sind und dass sie schon die Regeln gehalten werden, so wie das für alle anderen Leute am Land auch gilt, von so etwas aus. Merci. Ja, Peter Scholz für Reporter.de. Für dich mal froh, nur der Testwoch, vielleicht der Woche, ja. Wärst du den Bilan an Ostertnenker auch gedurcht? Da war ja große Hoffnung dran gesagt. Moment. Ja, Testwoch, mein erster Bilan effektiv kriegt, das war gut. Wir haben bald dreimal so viele positive Resultate wie sonst, die deklariert gesehen. Hier genau zu sehen, 379, waren da die Leute, die dort die Woche zurückzuführen sind. Wir wissen aber auch, dass daneben ein ganzer Leute nicht deklariert haben, das ist eine Formalität, das ist nicht schiedfreiend im Sinne, das wissen wir aber über das Feedback, den wir kriegen, sind sogar noch zusätzlich eben durch das Kampagnenleute, die einfach direkt an der PCR machen gegangen sind, sodass das dann also ein Success war, da haben viele Leute matt gemacht und das hat uns erlaubt, aber doch wirklich zusätzlich neue Infektionen zu achten, das alles auf Freiwilligkeit, das wäre ein gutes Jahr. Wir sind noch am Planen, am Gange der Bilanz, wir haben das gerade gesagt, wir haben große neue Bestellungen. Das ist sicherlich eine Idee, das noch einmal am Januar zu machen. Ich hoffe gerade darüber. Okay, Ich schon zuhören noch von den Impfungen, die gemerkt sind. Das heißt, wer hat ja die Impfung, die wurde ja die Klische, also die Woche von Gläschen, die nicht abgehauen haben, zum Beispiel den 13. des 12. Da läuft man bei feiert, also Eichdosis bei 7.027 bei einem Total von 4.100 Vaccinationen, die gemerkt sind, dass auch viel geboostert ging. Denn der Drop zum Beispiel hat man da 818, bei 7.340, du hast beim Boosten auch aufgegangen, weil die wissen, dass man auch beim Boosten die Lehen aufgegangen sind. Und auch zum Beispiel bei Johnson, die auch da eine gewisse Ouvertüre auch kommen hat. Also just zum Beispiel die Zölle vom 21. Dezember, da sind 966 Eichdosis gemerkt, bei einem Total von 8.300, die den Tag auch geimpft gesehen haben. Das heißt, beim Booster können den auch gut weiter. Am Moment haben wir nämlich auch eine Kapazität für Vaccination von ungefähr 45.000 Impfungen, die in der Woche auch können machen. Mit der Ouvertüre von der Lüxexpo wird man bei 54.000 auch kommen. Es sind ein Rutsch von Invitationen auch verschickt gehen. Es sind der letzte Freitag 15.000 verschickt gehen. Vier Gäste sind dann nachher 57.000 verschickt gehen. Dafür invitieren schon die Leute, die die Invitationen kriegen für das Rendezvous. Auch zu hören, was die Situation noch mehr einfach auch möchte. Und auch sich gut zu informieren, wie es geht, weil es sind ein Rutsch von Leuten, die haben kein Rendezvous und da kommen sie da hin und da kriegen sie am Impfzentrum gesagt, geht aber schließlich ein Rendezvous. Nicht, dass sie enttäuscht sind, du gehst nach immer
Unterschied zwischen einem Impfcenter und einem Pop-up-Store oder beim Doktor. Und dafür ist es doch wichtig, dass Leute da informieren, wie wir sind, dass aber Zoll von den Boosteren wirklich heiß bleibt. Aber bei den Erstimpfungen, ich fand einen Artikel gestern in der Belgischen Presse gelesen, dass an der Wallonie zwischen 600 und 800 Leute Erstimpfungen von den Tag kriegen. Wir leiden hier bald rüber an die Population. Ist klein, also wir sehen, dass die Erstimpfung einfach hier in Lützburg auch seit den letzten Wochen auch wir genauso das ist immens, immens wichtig, weil jetzt sind die, die wirklich auch am vulnerabelsten sind an der ganzen Kette. Dann hätte ich eine Frage zur Impfpflicht. Die hat gesagt, es gibt noch juristische Tüte gemacht und die hat auch gesagt, das ist eine neue Dimension von der Pandemie. Viele Stimmen aus dem Gesundheitssektor schwätzen sich für eine Impfpflicht aus und das zum Teil deutlich. Also die müssen neue Tüte machen. Am Anfang hat er ja eine Tüte gemacht, Max-Planck-Institut hat analysiert. Für was muss die juristische Situation nur denken, analysiert gehen? Auf wie steht da persönlich zur Impfpflicht? Wir schaffen also eine Basis für eine politische Decision zu holen. Es gibt eine Reihe Optionen. Wir müssen dann mal bis hin und durchdenken, die Avantagen von einer sektoriellen Möchte das Sinn, so einen Schritt zu wollen. Und es macht mehr Sinn, wenn es um eine allgemeine Solidarität geht, für eine allgemeine direkt zu gehen. Da muss man die Optionen proper durchschaffen, juristische Tüte in dem Sinne. Das ist am Anfang eine Basis, die sich gut für so etwas genauer als Optionen. Und, wir sind am Gang, da eben von vier bis hin durchzudenken, was bedeutet das? Es gibt immer gesagt, Impfpflicht, aber man das nicht gedacht. Eine Impfpflicht tut, muss er ja auch nach regeln, was dürfen da Leute geimpft und dann nicht geimpfte Leute machen. Am Leben, das ist nicht automatisch matt geregelt. Ich muss das schon durchspielen, für das Backoffice-Arbeit, die ihn umlaufen hat. Meine Position ist relativ klar von Anfang von der Pandemie. Und ich fand es nicht gut, nicht glücklich, wenn man das muss machen, dass die ultimative Schraube, von der in drinnen geht, an der Situation, wo wir heute sind, kann ich sagen, dass die Situation wirklich dramatisiert wird. Keiner von uns wird wirklich, wenn man da gerechnet, 2021 für die Christi heute stehen, wenn man einem Omikron konfrontiert zu sein, dafür schließen wir eigentlich nichts mehr aus. Ich persönlich auch nicht. Ich gebe mir nachher mal wünschen, dass es ernst geht. Das sind Diskussionen, die an Mengen an mirauisch soll feiern. Und die Emotionen sind heiß, das wissen wir. Einerseits sind die Leute sich auch bewusst, was die Krise halt bedeutet. Sind dem nicht vor Schluss. Dafür schaffen wir auch dort drunter, so wie sich das gehört, für den Moment venu können, noch dann eben schnell so eine Decision zu holen. Ich hätte gerne eine Position mit Jean-Marc. Wir können nicht warten, bis alle Emotionen fortziehen oder bis wir müssen eine Decision holen mit Januar. Dafür die Frage, und das ist aber auch berechtigt, was sind Konsequenzen von nicht geimpft gehen? Was kann ich dann machen, wenn ich nicht geimpft bin? Die Antwort muss man haben. Dafür will ich nach die drei Wochen da haben. Mit Januar muss man eine Decision holen. Da muss ich gucken, ob sie die Chamber konsultiert, auch nach vier Runden, wenn ein Text dezidiert. Der Bitte ist, nicht zu splicken, mit zusammen Lesungen zu sichern. Ihr wisst, dass nie die präferabelste Auswahl war von einer Regierung. Aber wenn das eine von den Lesungen ist, dann haben wir als Verantwortung auch zu überholen. Wir erlaubt uns alle Informationen darüber zu haben, und auch eben mit den konzernierten Akteuren, zum Beispiel der war Schalmün, Spideler und auch Koppers, die das gefragt haben. Was auch wichtig ist, wir zu wissen, dass die auch dafür plädieren. Aber es geht nicht darum, das einzige Decidieren, wenn ich nicht weiß, was die Konsequenzen aber daran drin sind. Ich will mit Januar eine Decision holen, die wir dann auch werden öffentlich machen. Ja, organisatorisch. RTL noch ein Kerl. Ich wollte wissen, wie geht die Vakanz getestet und geimpft? Bleiben dort Zentren bei den normalen Ouvertureszeiten? Wieso weiteres? Ja, ich will mich aber noch nicht festlegen. Wir kommunizieren immer darüber. Wenn es das ernst soll, sind, dann gibt man das selbstverständlich mitteilen. Okay, du wirst noch nicht sicher, ob ich eine Änderung da sehe. Ich muss jetzt schon keine Kenntnis, dass es so zurückgeführt wird, dass ich das wahrscheinlich auch noch nicht validiert. Aber wenn das so wert sind, kann ich vergewissern, dass man das wert kommunizieren. Das ist so wichtig, dass die Leute zu allen Momenten wissen, wie sie ob sind. Merci. Hm.
Und du hast keine Frage gestellt, mit der wir stellen, also kann ich aber eine Antwort, auch wenn du nicht gefragt hast, die wissen, dass Novavax ja auch validiert hast von der EMA. Da werden wir noch auf, auch auf den CSMI, dass wir da auch den Navi genau kriegen, wie die Kind gebraucht gehen. Und die soll anfangs nächstes Jahr auch geliefert gehen, weil ich weiß, dass der denkt, froh ist, die schon ein paar Mal gefragt hast, könnt ihr noch plötzlich wenig, könnt ihr müssen doch bestellt, und da wäre eine Lieferung von 30.000, die am ersten Quartal 2022 geplant ist, den da auch missgeliefert geht. Mir nach kein Avi, wie sollte auch benutzt gehen vom CSMI, und dafür werden auch nicht auf den Markt kommen, also gebraucht, solange wir die Information noch nicht tun. Voilà. Ein großes Merci und wünsche euch alle Gute. Schön feier dich, sicher feier dich, gesund feier dich und nehmen das Beste. Merci. Oh,